Herzlich willkommen zu einem anderen Video von mir. Heute wollte ich mal das USB-Mikrofon von Maono testen, nämlich das PM461S. Das Ganze hat jetzt nichts mit 3D-Druck zu tun, außer für mich persönlich jetzt, da ich es brauche, um meine Videos zu schneiden, die ich hier auf dem ganzen Kanal hochlade. Und mein altes Mikro macht jetzt schon so langsam Probleme nach über 2 Jahren. Und auch wenn das Video für euch jetzt uninteressant ist, gebt mir doch trotzdem einen Daumen nach oben. Das habe ich kostenlos von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen und deshalb werde ich das Ganze auch wieder hier als Werbung deklarieren. Aber wie immer könnt ihr euch auch hier sicher sein, dass das meine ehrlich persönliche Meinung zu diesem Produkt werden wird. Also legen wir los. Fangen wir mal mit dem Auspacken an. Aber erstmal die Rückseite anschauen. Da haben wir viele technische Daten, Kurven aufgezeichnet und auch eine Darstellung von dem Inhalt. Und jetzt sehen wir mal, was jetzt alles dabei enthalten ist. Als erstes fällt uns hier die Anleitung auf. Und so wie es aussieht, ist es auch in Deutsch vorhanden. Dann schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir hier unseren Mikrofonständer, damit das Ganze dann befestigt wird. Das war ein bisschen fest eingeklemmt hier in dem Schaumstoff. Es ist wirklich sehr, sehr leicht. Aber sieht optisch doch sehr ansprechend aus. Ja, das schauen wir uns aber auch noch mal genauer an. Als nächstes haben wir dann hier unser USB-Kabel, um das Mikrofon dann an unseren Computer anzuschließen. Dann habe ich als nächstes hier die sogenannte Tischklemme, die wir an unserem Tisch befestigen, indem wir dann unser Mikrofonständer montieren. Hier als nächstes, so, das ist tatsächlich das Mikrofon, was mir hier als erstes aufgefallen ist. Das ist sehr, sehr, sehr leicht. Also das macht den Eindruck, als wenn da überhaupt nichts drin verbaut ist. Das war wirklich überraschend. Hier habe ich jetzt so einen kleinen Drehknopf, um meine Empfindlichkeit von dem Mikrofon einzustellen, der auch in der Mitte so ein bisschen einrastet. Und hier unten dann der USB-Anschluss, um das Ganze an den Computer anzuschließen. Als nächstes habe ich hier erstmal so ein kleines Gitter. Das ist jetzt der sogenannte Popschutz. Und hier als letztes haben wir jetzt den Schwingungsdämpfer, in dem unser Mikrofon jetzt eingehangen wird, damit halt diese Fremdvibrationen von außen jetzt nicht direkt auf das Mikrofon übertragen werden. Auch das wird alles später nochmal genauer gecheckt. Und das war es eigentlich auch schon. Das war der gesamte Lieferumfang. Dann fangen wir jetzt mit dem Aufbau von dem Ganzen an. Als erstes habe ich mir hier das Mikrofon und den Schwingungsdämpfer genommen und das zusammen montiert. Das wird hier von oben so eingeschraubt, aber man muss darauf achten. Hier unten habe ich eine Kontermutter, die muss ich festhalten, weil die dreht sie nämlich sonst mit. Wenn das dann alles soweit fertig montiert ist, dann richten wir das noch ein bisschen aus, denn da wo der Knopf ist, ist vorne. Zu guter Letzt dann eben noch den Popschutz. Der wird einfach nur hier so auf diesen Schwingungsdämpfer aufgeklippt. Dann ist zumindest das Mikrofon in dem Schwingungsdämpfer komplett montiert. Als nächstes habe ich dann erstmal die Tischklemme montiert, aber vorher erstmal ausmessen. Wir haben hier also ungefähr eine Tischdicke von 55 mm. Also besser gesagt, 50, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann habe ich das Ganze zum Testen erstmal direkt hier an meiner Arbeitsplatte festgeschraubt. Die Bohrung hat hier so eine Klemmschraube für den Mikrofonständer und obwohl das eigentlich relativ dünnwandig war, hatte ich die Befürchtung erst, das hält doch nicht so gut oder zerdrückt dieses kleine Röhrchen. Aber die Bedenken waren jetzt hinfällig. Als ich das nämlich zum ersten Mal richtig getestet habe und angezogen habe, war das doch sehr stabil und fester eingeschraubt. Wenn wir hier diese Feststellschraube von der Tischklammer ein bisschen lösen, können wir das ganze Stativ auch drehen und wenn wir es festziehen, ist es natürlich fest. Und hier muss man auch so ein bisschen aufpassen, denn ich habe das ab und zu mal ein bisschen zu fest noch angezogen gehabt und es hat sich dann direkt, wie man hier sehen kann, in das Aluröhrchen eingearbeitet und dann lässt auch schon die Klemmwirkung so ein bisschen nach. Ich kann es dann trotzdem wieder richtig festziehen mit der Schraube, aber so richtig stabil fest wie am Anfang war es nicht. Es dreht sich jetzt immer so ein bisschen mit. Also hier muss man aufpassen, dass sich das jetzt nicht zu stark in den Röhrchen einarbeitet. Bei gelockerter Feststellschraube schwenken wir das Ganze jetzt mal ein bisschen nach vorne.
Denn hier haben wir so eine Überwurfmutter mit Feingewinde aufgeschraubt. Und dieses Teil wird nämlich jetzt in das Mikrofon, oder besser gesagt in diesen Schwingungsdämpfer eingeschraubt. Hier haben wir nämlich das Stück mit Feingewinde. Hier muss man das wirklich sehr vorsichtig einschrauben, denn das verkantet sehr schnell und man macht sich das Kunststoffgewinde dann kaputt. Wenn man dann hier den richtigen Ansatz gefunden hat, dann kann man das mit so einem Geldstück, habe ich dann hinterher auch benutzt, bis zum Anschlag oder sobald es halt geht, eindrehen. Dann sieht das Ganze dann so aus und nun können wir das auf unseren Mikrofonständer aufschrauben. Und wenn das dann erstmal soweit geschafft ist, werden wir unser USB-Kabel montieren. Das ist ca. 1,5 Meter lang. Und dann schauen wir uns noch mal an, wie jetzt so die Verstellmöglichkeiten sind. Ich kann das also jetzt hier um diese Achse rotieren. Dann habe ich hier ein kleines Gelenk nochmal, wo ich das Mikrofon schwenken kann. Und dann habe ich hier unten auch nochmal eine Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Und schon ist das eigentlich fertig montiert. Wenn man das Ganze aber an die hintere Kante der Tischplatte festschrauben möchte, die zur Wand steht, so wie ich das hier gemacht habe, dann stört diese Feststellschraube so ein bisschen. Man braucht jetzt ca. 4 bis 5 cm Platz zur Wand. Machen wir aber nun mal einen Soundtest, denn die Soundqualität ist ja nun mal das Wichtigste. Ich habe das einfach genauso jetzt neben meinem Mikrofon, wie wir sehen, aufgebaut. Also links ist mein altes Mikrofon, rechts hier das neue Mikrofon. Bisher habe ich alles über mein altes Mikrofon aufgenommen und jetzt machen wir mal einen Vergleich, welches Mikrofon sich jetzt wie anhört. Das ist jetzt mein altes Mikrofon ohne jegliche Nachbearbeitung. Wie wir sehen, der Lautstärken, also der Gainregler, ist hier noch bei ca. 3 Viertel. Das ist jetzt das neue Mikrofon ohne jegliche Nachbearbeitung. Und den Lautstärkeregler, wie wir sehen, den Gainregler, habe ich schon auf vollen Anschlag und es ist immer noch ein wenig zu leise. Jetzt hören wir nochmal mein altes Mikrofon. Wie man jetzt schön links oben in der Ecke sehen kann, muss ich unter Windows den Pegel schon auf 88% runterregeln, da es ansonsten schon anfängt zu übersteuern. Also hier habe ich auf jeden Fall genug Lautstärkenreserve. Jetzt habe ich wieder das neue Mikrofon auf der rechten Seite. Wie man jetzt rechts oben sehen kann, habe ich unter Windows schon den Pegel auf 100% eingestellt und trotzdem ist es noch ein wenig leise. Jetzt nochmal eine Aufnahme von meinem alten Mikrofon. Allerdings bin ich jetzt ungefähr 5 bis 10 cm nur entfernt von dem Mikrofon. Es ist auf jeden Fall lauter und es fängt auch schon an, so ein bisschen zu übersteuern. Das ist jetzt das neue Mikrofon. Auch hier bin ich jetzt ca. 5 bis 10 cm von dem Mikrofon entfernt. Und jetzt kommt es mit der Lautstärke auch schon so ein bisschen hin. Aber ich habe das natürlich jetzt immer vor meinem Gesicht rumhängen. Jetzt auch wieder das alte Mikrofon. Wie sich das jetzt verhält, wenn Störgeräusche auftreten. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel jetzt hier mal so auf dem Tisch ein bisschen abstütze oder ob ich jetzt mit meinen Fingern auf den Tisch mal so ein bisschen drauf haue. Ist auch mal die Frage, ob sich das jetzt direkt auf das Mikrofon überträgt oder ob er wirklich nur die Geräusche aufnimmt. Jetzt nehmen wir noch mal so ein paar Störgeräusche auf. Das heißt also, wenn ich jetzt ab und zu mal jetzt hier so auf den Tisch komme oder jetzt mit meinen Fingern mal kurz auf dem Tisch tippe, ist die Frage jetzt, ob man nur das Geräusch von dem Tippen hört oder ob sich jetzt auch die Resonanzen auf das Mikrofon übertragen. Jetzt hören wir wieder mein altes Mikrofon. Allerdings jetzt, das, wie ich jetzt das normalerweise mache, bei dem Videoschnitt immer noch so ein bisschen Rauschen entfernen und auch noch einen Kompressor jetzt auf die Sprache legen, damit das alles noch so ein bisschen verständlicher wird in dem Video. Und genau das werde ich jetzt gleich auch mal bei dem neuen Mikrofon machen und dann vergleichen wir jetzt so mal, wie sich das jetzt anhört. Welches Mikrofon sich im Endeffekt nur anders oder besser anhört. Jetzt hört man wieder das neue Mikrofon. Auch das habe ich jetzt so ein bisschen verändert. Ich habe es zum Beispiel jetzt nach der Aufnahme normalisieren lassen, sodass die gesamte Aufnahme so ein bisschen lauter wird und natürlich dann auch noch entrauschen und noch so einen Kompressor drüber gelegt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sich das jetzt gleichwertig oder vielleicht sogar ein bisschen besser anhört. Schauen wir einfach mal. So, da bin ich jetzt nun wieder bei meinem alten Mikrofon. Denn meiner Meinung nach hört sich das jetzt, so wie ich das jetzt gemerkt habe, bei dem ganzen Videoschneiden, noch so ein bisschen klarer an. Das Neue konnte mich jetzt nicht so ganz überzeugen. Es klang immer so ein bisschen dumpf und ich hatte halt die Problematik mit der Lautstärke. Ich muss das zu nah ranholen und dann hängt es im Prinzip immer hier vor meinem Bildschirm rum. Und das stört mich immens. Ich kann das nicht haben, wenn ich direkt irgendwas hier immer vor dem Gesicht rumhängen habe, während ich hier arbeite.
Was mir aber auch hier in der Praxis enorm negativ aufgefallen ist bei dem neuen Mikrofon, wie man auch bei dem einen Test so ein bisschen raushören kann, es ist sehr empfindlich gegenüber Störgeräusche, wenn ich auf den Tisch komme, mit meinem Ellbogen oder mit den Fingern, mit den Handballen mal ein bisschen stärker aufschlage, dann wird das sofort übertragen auf das Mikrofon und man hört im Hintergrund immer so ein dröhnendes Geräusch. Auch die Kabellänge von 1,5 Metern sind zu kurz. Mein PC steht unter dem Tisch und ich konnte es nicht ohne Verlängerung an meinem PC anschließen. Aber wer möchte, kann ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, welches Mikrofon ihm jetzt am besten gefallen hat. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Und an alle Abonnenten, die es bis hierhin geschaut haben, obwohl das kein Video über 3D-Drucker ist, sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Und deshalb das Video hier auch mitten in der Woche. Denn der Sonntag ist und bleibt jetzt für meine ganzen Videos im 3D-Druckbereich und was damit zu tun hat, reserviert. Wenn also sonntags ein Video kommt, könnt ihr euch sicher sein, das hat mit 3D-Druck und alles, was dazugehört, zu tun. Das war's dann auch erstmal wieder für heute. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.